Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. In der letzten Einheit haben wir ja die logischen Schaltungen kennengelernt und auch festgestellt, dass man damit so einfachere Steuerungsaufträge ganz leicht erledigen kann bzw. modellieren kann. Das Ganze kann man auch verwenden, um Rechenwerke zu bauen. Die sind dann etwas größer und da müssen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie man die Schaltung etwas effizienter herstellt, also erstellt. Deshalb wird das Thema heute sein Schaltungssynthese. Das ist das effizientere Herstellen oder Erstellen von Schaltungen und dann eben an einem Beispiel die Rechenwerke, dass man mal sieht, dass man damit tatsächlich auch eine Rechnung durchführen kann. So, dann schauen wir mal. Also, was immer geht, wenn ich eine Aufgabenstellung für eine logische Schaltung habe oder überhaupt ein Problem, das, wo was geschaltet wird im Sinne von an und aus, dass ich eine Wahrheitstabelle aufstelle. Also ich kann ja für jede Kombination von Eingangswerten mal mir überlegen, was muss mein Ausgangswert sein und dann bekomme ich auf eine Wahrheitstabelle. Ich habe jetzt hier mal eine Wahrheitstabelle als Beispiel mit drei Eingängen. Ja, und für jede mögliche Kombination ist hier eben ein Ausgangswert zu finden. Jetzt schauen wir uns das mal an. Stellen wir fest, diese ganze Schaltung wird sowieso nur an drei Stellen 1. Ja, dann könnte man sich überlegen, man baut drei Schaltungen. Mal Kästen für drei Schaltungen. Und jede von diesen Schaltungen wird genau dann 1, wenn dieser Fall eintritt. Also diese Schaltung hier sollte 1 werden, wenn das eintritt. Und diese Schaltung wird 1, wenn das hier eintritt, und diese Schaltung wird 1, wenn das hier eintritt. Gut, da müsste also jede Schaltung drei Eingänge haben. So in der Art. Und die sind dann mit unseren Eingängen hier verbunden. Also, sagen wir mal, das hier ist unser E1. Ja, dann machen wir hier mal ein E2 hin. Und noch ein E3. So. So, dann hat also quasi jede Schaltung die drei Eingangssignale und müsste dann ein Ausgangssignal erzeugen. So, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich also sagen, diese Gesamtschaltung, hier hinten wäre unser A irgendwo, die Gesamtschaltung wird 1, oder der Ausgang der Gesamtschaltung wird 1, wenn das hier eintritt oder das hier eintritt oder das hier eintritt. Also das können wir dann mit einem oder verknüpfen. Wenn das eintritt oder das hier eintritt, dann wird das 1. So, schauen wir mal, wie diese Schaltung aussehen müsste. Wie müsste eine Schaltung aussehen, die genau dann 1 wird, wenn alle drei Eingänge 1 sind? Gut, das ist noch relativ übersichtlich. Da muss man einfach die Eingänge mit einem und verknüpfen. Also hier der und der. Und der, das wäre jetzt unsere erste Schaltung. Gut, zweite Schaltung. Schauen wir mal, müssen wir sagen, also wenn E1 1 ist und E2 ist 1 und E3 ist nicht 1, also nicht E3. Schauen wir mal, also wir haben hier E1 und E2 und nicht E3. Na, ganz wichtig, den können wir jetzt nicht einfach weglassen und sagen, naja, wenn E1 und E2 schon 1 sind, dann schalten wir das durch auf 1, sondern wir müssen auch noch sicherstellen, dass wir uns wirklich genau in dieser Kombination hier befinden und deshalb muss E3 hier 0 sein. Ne? Es könnte ja sein, dass 1, 1, 1 eben nicht 1 ist, sondern 0. Also brauchen wir auf jeden Fall hier diesen negierten Eingang an der Unverknüpfung. So, und dann schauen wir mal hier unten. Da steht der jetzt, machen wir erstmal hier unser Römisch 2 rein. Hier steht der jetzt im Prinzip nicht E1, nicht E2 und nicht E3. Ja, und das habe ich ja gerade schon, das kann man schon am Wortlaut hören und gesagt. Ja, also muss da eine
auch wieder eine Unverknüpfung rein, und zwar jeweils mit dem negierten Wert. Das wäre jetzt mal unsere Schaltung römisch 3. So, machen wir doch mal daraus einen Term, also hier oben, dieser Teil, ja, das ist 1 und 2 und 3, das hier ist 1 und 2 und nicht 3, und das hier ist 1 und 2 und nicht 1, nicht 2 und nicht 3. Gut, ich würde gerne, damit wir da jetzt leichter rechnen können, eine vereinfachte Schreibweise einführen. Und zwar stellen wir das Oder als Plus dar. Das nennen wir Disjunktion oder disjunktive Verknüpfung. Und das Und stellen wir als Multiplikation dar. Das nennen wir Konjunktion. Kleine Eselsbrücke, man kann sich das merken. Bei einer Konjunktion ist es so, wenn ein Eingang 1 ist, dann könnte der Ausgang 1 sein. Ja. Bei der Disjunktion ist es so, wenn ein Eingang 1 ist, dann ist der Ausgang auf jeden Fall 1. Schauen wir uns mal an, was sich hier mit dieser neuen Notation an Rechenregeln ergibt. Also 0 plus 0 ist 0. 0 plus 1 oder 1 plus 0 sind 1. Das kennen wir, das passt zu unserer Mathematik. Und 1 plus 1 sind 1. Gut, das ist klar, wenn wir hier eigentlich das logische Oder mit diesem Plus darstellen wollen, dann kann es nicht mehr als 1 werden. Ne? Also wahrer als wahr geht nun mal nicht. Beim Und können wir uns das eigentlich auch leicht herleiten. Also 0 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0 und 1 mal 0 ist auch 0. Ja, das heißt also, in dem Fall ist wirklich sichergestellt, erst wenn beide Eingänge 1 sind, 1 mal 1, dann ist auch das Ergebnis 1. Also mit dieser Schreibweise wollen wir jetzt mal hier oben unseren Term aufstellen. Schauen wir mal da rein. Also hier oben steht jetzt nichts anderes als, schalten wir das mal wieder hier ein, E1 mal E2 mal E3. Ja, also E1 mal E2 mal E3. So, und hier steht E1 mal E2 mal nicht E3, machen wir den Strich mal ordentlich. Und hier steht E1 nicht E2 nicht E3. So, die sind auch mit einem Und verknüpft und das Ganze mit einem Oder. Das heißt also, wenn wir das jetzt als Term hinschreiben wollten, steht hier E1 und E2 und E3 plus E1 und E2 und nicht E3 oder nicht E1 und nicht E2 und nicht E3. So, das wäre jetzt unser A. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit, eine Schaltung zu erstellen, die sich auf die Einsen bezieht, sage ich jetzt mal. Also die bietet sich natürlich an, wenn ich mal weniger Einsen als Nullen habe. So, jetzt kann natürlich auch umgekehrt sein. Also jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man das auch von der anderen Seite aufzäumen könnte, wenn man sich hier eben entsprechend auf die Nullen konzentriert. Dann müsste man ja im Prinzip Schaltungen aufbauen. Meistens haben wir hier so eine Schaltung hin. Wenn hier hinten das A ist, müsste man ja sagen, okay, ich muss im Prinzip eine Schaltung machen, die sagt, ich bin nicht in dieser Zeile, und eine andere Schaltung, die sagt, ich bin nicht in dieser Zeile, und eine andere Schaltung, die sagt, ich bin nicht in dieser Zeile, und so weiter. So, das heißt also, nicht in dieser Zeile und 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 nicht in dieser Zeile. Gut, damit ist eigentlich klar, dass ich dann in einer von den Zeilen mit der 1 sein muss, und damit ist eigentlich auch klar, wie deren Ausgänge jetzt miteinander verknüpft sein müssen. Man hört es schon an der Konjunktion. Ja, also das müssen Unverknüpfungen sein. Ja, machen wir mal hier noch eine Unverknüpfung hin, und hier haben wir auch noch eine hin.
So, die sind unverknüpft. Das heißt also, ich sage, ich bin nicht hier und nicht hier und nicht hier und nicht hier und nicht hier. So, dann bin ich nämlich da oder da. Und dann ist das Ganze hier hinten 1. Gut. Wie muss denn so eine Schaltung aussehen? Also machen wir mal exemplarisch die hier. Also, machen wir hier den ersten, der erste Eingang ist der oberste. Sagen wir also, der E1 und nicht E2 und E3. Das wäre die Schaltung, um zu sagen, wir sind in der Zeile. Und dann müssen wir sagen, okay, das Ganze negiert, das sagt, ich bin nicht in der Zeile. So, jetzt haben wir also eine Konjunktion, die wir invertieren wollen, also sprich negieren. Und weil das gerne mal zu Missverständnissen führt, machen wir jetzt mal einen kleinen Exkurs zum Invertieren einer Konjunktion. Also, schauen wir uns mal an. Also hier, das ist ja eine Konjunktion mit jeweils den Eingängen negiert. Und das hier ist eine Konjunktion, die quasi gemeinsam negiert ist. Machen wir mal dazu eine Wahrheitstabelle. So, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So, dann schauen wir mal. Also, hier steht ja dann 0 nicht und 0 nicht, also 1 und 1 wäre 1. Dann 0 nicht wäre eine 1 und 1 nicht wäre eine 0, also 1 und 0 ist 0. So, das können wir weiterziehen, also 1 nicht wäre hier eine 0. 1 nicht, 0 nicht wäre hier eine 1. Also liegt hier 1, 0 und 1. Liegt hier an 0 und 1. Also wieder eine 0. So, und wenn hier 1 nicht, also 0 anliegt, und 1 nicht, also 0 anliegt, liegt hier 0 und 0 an. Also wieder eine 0. So, vergleichen wir das mal mit dem, was hier passiert. Also hier liegen ja, würde ja 0 und 0 anliegen, macht eine 0, die hier hinten anliegt, also kommt daraus eine 1. Wenn hier 0 anliegt und hier 1 anliegt, dann kommt hier raus eine 0, also invertiert wieder eine 1. Wenn hier eine 1 anliegt und hier eine 0 anliegt, dann liegt hier hinten eine 0 an, invertiert ist eine 1. Und wenn hier eine 1 anliegt und hier eine 1 anliegt, dann liegt hier eine 1 an, invertiert ist eine 0. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden Spalten hier, die sind offensichtlich nicht gleich. Dann erinnern wir uns mal an die Regel. Die Regel sagte ja, die wir in der letzten Einheit gesehen haben, sagte ja irgendwie sowas wie A und B nicht ist gleich nicht A oder nicht B. Na, dann schauen wir nochmal, ob diese Schaltung besser zu unserem Problem passt. Also, schauen wir mal. 0, nicht, also 1. 0, nicht, also 1. 1 oder 1 ist 1. Sehr schön. 0 nicht ist also 1. 0, 1 nicht, also 0, 1 oder 0 ist eine 1. Das gleiche ist hier. 1 nicht ist also eine 0. 0 nicht ist also eine 1. 1 oder 0 ist eine 1. So, und 1 nicht ist also eine 0. 1 nicht ist auch eine 0, also 0 oder 0 bleibt eine 0. So, und die beiden, also die hier und die hier, die sind gleich. Ja? Das heißt also, es gilt, wenn ich eine Konjunktion negieren möchte, dann muss ich daraus machen eine Disjunktion der negierten Eingänge. So, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen zu unserer Schaltung von eben, dann können wir jetzt hier diesen Teil, diesen Bereich, umbauen, dass wir quasi diese invertierte
Und-Schaltung zu einer Oder-Schaltung umbauen. Also nehmen wir mal die Uns hier raus. Und dann müssen wir natürlich entsprechend die Eingangssignale invertieren. Das heißt also, hier wird invertiert, hier wird nicht mehr invertiert. Und dann ist das hier eine Oder-Schaltung. Und auch hier, die Invertierung hier hinten, die wollten wir ja loswerden. Die machen wir mal raus. Und dann muss hier auch der Eingang invertiert werden. So, eine Oder-Schaltung. So, das heißt also hier haben wir jetzt die Eingangssignale mit Oder verknüpft, beziehungsweise wir haben die invertierten Eingangssignale mit Oder verknüpft. Und dann kommt hinten raus, ja, ich bin nicht gemeint. Also ich, Zeile 3 in diesem Fall, bin nicht gemeint, ist diese Schaltung. Dann geht das hier hinten an. Wenn alle angehen, dann sind wir nicht in einer Zeile mit 0 und dann ist der Ausgang 1. Ne? Also analog dazu, zu dem, was wir hier sehen, wenn natürlich die hier auch entsprechend ausgefüllt werden. Und da können wir mal schauen, also der hier wäre jetzt dann E1. Ja, und da steht jetzt eine 1, also nicht E1. Oder E2 oder nicht E3. Ja, dann schauen wir den hier. Das hier ist nicht E1 oder E2 oder E3. Das hier ist E1 oder nicht E2 oder nicht E3. Das hier ist nicht E1 oder E2 oder nicht E3. Und der hier unten ist E1 oder E2 oder nicht E3. So, und jetzt haben wir im Prinzip die Schaltung mit einem umgekehrten Ansatz auch wieder in einen Term überführt. So, und für diese Darstellungsform gibt es auch einen Namen, die nennen wir Normalform. Dann gibt es natürlich eine disjunktive Normalform, eine konjunktive Normalform. Bei der disjunktiven Normalform sehen wir hier die Disjunktion von konjunktiven Termen. Also wir sehen hier E1 und E2 und E3 oder E1 und E2 und nicht E3 oder nicht E1 und nicht E2 und nicht E3. Das sind die hier, wo wir nach den Einsen suchen. Und bei der konjunktiven Normalform, das ist die hier unten, da sehen wir, das sind entsprechend die, wo wir nach den Nullen suchen und dann auch die Eingangssignale aus unseren Zeilen in der Wahrheitstabelle oder in der Wahrheitstabelle negieren, also sprich invertieren. Ich habe da auch eine schöne Darstellung gefunden aus der Wikipedia. Da ist es nochmal am Stück dargestellt. Ja, also hier kann man es sehen. Ja, entweder ich suche die Nullen oder ich suche die Einsen. Und wenn ich die Einsen suche, dann baue ich mir entsprechend aus jeder Null den invertierten Wert und aus jeder 1 den Wert. Das Ganze wird mit unverknüpft und dann jeder Term mit einem Oder. Dann kommt hier die disjunktive Normalform raus, ja, und das gleiche mit den Nullen, ne, also hier für jeden Wert, der eine Null hat, schreibe ich hier den Eingangswert hin und wenn da eine 1 auftaucht, dann eben den invertierten Eingangswert. Das Ganze wird dann jeweils mit Oder verknüpft und dann in der Summe mit Und zusammengeschaltet und dann habe ich die konjunktive Normalform. So kann ich also mit Gewalt in Anführungsstrichen, kann ich aus jeder Wahrheitstabelle immer einen Term machen und aus jedem Term kann ich dann eine Schaltung ableiten. Das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wir wollen es ja im Prinzip sehr effizient machen. Und dafür gibt es die sogenannten KV-Diagramme. Ich habe mal so eins
hier aufgemalt. Und da schaut man jetzt einfach, dass man die Werte aus der Wahrheitstabelle einträgt. Wichtig ist beim Aufstellen, dass zwei benachbarte Felder sich nur durch einen Eingang unterscheiden dürfen. Ja, wie funktioniert das? Hier in diesem Kasten trage ich ein den Ausgangswert aus der Zeile, wo E1 1 ist, E2 1 ist und E3 1 ist. So. Und wir jetzt schauen, das benachbarte Feld, also das hier, das benachbarte Feld zu dem, da ist immer noch der eine Eingang E3 ist 1 und E1 ist auch 1, aber jetzt ist E2 0. Das heißt also, das, was in dieser Zeile steht, 1 0 1, das kommt hier rein. So, schauen wir mal hier rüber, benachbartes Feld. Na, hier kommt rein 1 0 0, das heißt, es unterscheidet sich nur in E3. Das Ganze geht auch in die Richtung, darf sich immer nur um einen Eingangswert unterscheiden. Na, hier von da nach da unterscheidet es sich eben nur in E2, aber eben nicht in E1 und E3. Das Ganze geht auch hier rüber und auch in die Richtung jeweils. Also hier unterscheidet sich der Eingangswert nur in der Wirkung von E3. Ne? Also E3 und nicht E3. Das Ganze gilt hier rüber. Das heißt also, wenn Sie das aufstellen, dieses ganze Diagramm, müssen Sie darauf achten, dass diese Regel erfüllt ist. Denn dann kann man damit die Schaltung optimieren. So, das schauen wir uns jetzt mal an dem Beispiel von eben an. Also wir fangen hier an, 1, 1, 1, ne? 1, 1, 1, das wäre dieses Feld, da steht eine 1 drin. Ne? Stift an, da steht eine 1 drin. So, 1, 1, 0, ja, das ist 1, 1, 0, das ist das hier, da steht eine 1 drin. 1, 0, 1, ne? Also 1, 0, 1, da steht eine 0 drin. 1, 0, 0. 1, 0, 0, da steht auch eine 0 drin. 0, 1, 1, also hier 0, 1, 1, das ist dieses Kästchen, steht eine 0 drin. 0, 1, 0, also 0, 1, 0, da steht eine 0 drin. 0, 0, 1, 0, 0, 1, da steht eine 0 drin. Und bei 0, 0, 0, 0, 0, 0, da steht eine 1 drin. So, jetzt haben wir es ausgefüllt. Und jetzt gibt es ein paar Regeln. Hier steht jetzt, suche rechteckige Kästchen mit 1 der Größe 2 hoch n. Also, die Kästchen sollen jeweils so viel Einsen enthalten wie in Zweierpotenz und sollen rechteckig sein. Na gut, also machen wir mal einen Kasten hier rein, das ist der da. Der ist rechteckig und es sind zwei Einsen drin, ja, 2 hoch 1, das passt. Der hier ist rechteckig, ja, 2 hoch 0 ist 1, also 1 passt. So, das machen wir so lange, bis alle Einsen in einem Kasten drin. So, drin sind. Entschuldigung. Dann steht hier, jedes Kästchen wird ein konjunktiver Term. Schauen wir mal. Und alle Eingänge, die normal und negiert vorkommen, kann man weglassen. Okay, das heißt also, schauen wir uns das hier an. Aus diesem Kasten wird jetzt ein konjunktiver Term. Und alle Eingänge, die normal und negiert vorkommen, das wäre in dem Fall der E3, der kommt normal vor, einmal hier. Und der kommt negiert vor. Hier, die beiden anderen, E1 und E2, kommen normal vor. Daraus wird dann E1 mal E2. Na, schauen wir uns das mal an. Nehmen wir mal hier das freie Feld, also aus dem hier wird A ist gleich, wird E1 mal E2 und aus dem hier, wir sehen, da geht nicht E1 rein, nicht E2 und nicht E3, wir können leider nichts weglassen, also steht hier E1 mal E2 mal E3 jeweils negiert. Und das Ganze wird verbunden mit einem Plus, ja, also mit einer Oder-Schaltung. Das sieht schon ziemlich so ähnlich aus wie eine Normalform, nur wir stellen fest, dass wir hier weniger Operationen haben, also weniger
Operanden eigentlich haben und dementsprechend auch weniger Operationen. Die Operationen sind ja jeweils nachher ein Schaltelement, also haben wir nachher in der Summe auch weniger Schaltelemente. Das ist ja eigentlich schon mal was, was wir haben wollen. Wir wollen weniger Schaltelemente haben, also die Schaltung optimieren. Jetzt schauen wir mal, ob das passt. Also ursprünglich war ja unser A E1 und E2 und E3 oder E1 und E2 und nicht E3 oder nicht E1 und nicht E2 und nicht E3. So, jetzt können wir schauen, wenn wir die jetzt gleich setzen würden, stellen wir fest, dass das hier und das hier ziemlich gleich ist. Müssen wir also noch zeigen, dass das hier diesem Term entspricht. Das schaffen wir, indem wir nämlich einfach sagen, okay, wir klammern hier E1 mal E2 aus. Ja, so. Und dann steht nämlich in der Klammer E3 oder nicht E3. Naja gut, und das kennen wir schon. X oder nicht X ist gleich 1. Und naja, irgendwas und 1 ist gleich irgendwas. Und das wäre dann dieses irgendwas, wäre dann in dem Fall das, was stehen bleibt. Und das entspricht dann dem. Das heißt also, das geht. Jetzt in unserem Beispiel kann man es auch sehr schön sehen. Am Ende auf. Ja, hier haben wir es nochmal in Klarschrift. Hier sehen wir also dieses E3 und nicht E3. E3 oder nicht E3 ist immer 1. Und das Ganze mit, wenn ich eine 1 mit irgendwas verunde, dann kommt dieses irgendwas heraus. So, schauen wir uns das mal in der Nummer größer an, also einen Eingang mehr. Größeres KV-Diagramm. Sie sehen, ja, hier hinten, das E4 ist jetzt so gewählt, dass wir genau wieder unsere Regel erfüllen. Ne? Also die Nachbarn dürfen sich jeweils immer nur um einen Eingang unterscheiden. Das gilt hier drüben auch. So, am besten nehmen Sie immer diese Vorlage, wenn Sie sowas lösen wollen. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. So, dann erstellen Sie jetzt mal ein KV-Diagramm für diese Wertetabelle. Also Sie drücken jetzt Pause und erstellen das KV-Diagramm für diese Wertetabelle. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt mal hier links die Wertetabelle und rechts das KV-Diagramm. Und wie wir sehen, sind hier relativ wenig Nullen drin. Also bietet es sich an, die einzutragen und den Rest mit Einsen aufzufüllen. Also suchen wir mal das Feld. Hier steht 0, 0, 0, 1 ergibt den Ausgang 0. Ja, also 0, 0, 0, 1 wäre also hier an der Stelle eine 0. Schauen wir weiter, die nächste 0 ist 0, 1, 0, 0. Also 0, 1 sind wir hier in dem Bereich, 0 und 0. Ja, also die 0 und die 0, dann sind wir hier. Die nächste, die hier, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dann sind wir in dem unteren Bereich, 1 und 1, dann kommt hier in die Ecke eine 0, ne? Also 1, 0, 1, 1. So, und dann haben wir noch 1, 1, 0, 1. Das ist also der Bereich, 1, 1, 0, der Bereich und eine 1 ist also die 0 hier oben. So, jetzt haben wir also alle vier Nullen, haben wir alle vier Nullen drin. Der Rest müssten ja Einsen sein, also steht hier eine 1, da steht eine 1, da steht eine 1, da steht eine 1, da steht eine 1, da. Dup, dup, dup. Und so weiter und so fort.
So, jetzt haben wir überall die Einsen. So, als nächstes müssen wir jetzt die Rechtecke suchen. Das einfachste Rechteck, was wir sehen, ist das hier. Da ist eins. Dann ist hier noch eins. Sie sehen, die dürfen sich überlappen. Wichtig ist nur, dass nachher so viele Einsen drin sind, dass es eine Zweierpotenz ist. Wie wir sehen hier, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, das passt. Dann haben wir hier noch einen Kasten. Der da. Jetzt nicht die andere 1 mit da reinnehmen, dann wären es nur 3, das passt nicht. Und dann haben wir ja hier oben noch welche. Das wären die hier, ne? Nehmen wir die mal so mit da rein. So, das jetzt haben wir schon mal ein paar gefunden. Eine 1 fehlt noch. Ja, das Ganze, ich nehme mal eine andere Farbe, damit man das hier ein bisschen besser sieht. Wir haben hier noch ein Rechteck drin. Da. Das sind auch 4 Einsen und es ist auch rechteckig. Das ist sehr schön, ne? Da kann man dann viele Operanden weglassen. Fangen wir mal oben links mit dem Kasten an. Hier mit dem, da ist der Term, ja, E1, E2, E3. Und was wir weglassen dürfen, ist das E4. Also E1 mal E2 mal E3. So. Dann schauen wir uns mal den nächsten Kasten an. Da haben wir jetzt hier 4 Einsen. Da dürfen wir relativ viel weglassen. Sie sehen, wir dürfen das E2 weglassen und wir dürfen das E3 weglassen. Das heißt, am Ende bleibt E übrig und nicht E4. Ja, also, ja, oder E1 und nicht E4. So. Schauen wir uns den nächsten Term an. Oh, jetzt haben wir es völlig vergessen. Hier unten ist ja auch noch eine 1. Dann nehmen wir die mal rein noch. Da ist noch eine 1. Machen wir da auch gleich den Term dazu. Das ist E1 mal E2 nicht, also nicht E2, Entschuldigung, mal nicht E3. Sie sehen hier also der Kasten. Hier ist die E1 drin. Die nicht E2 ist drin und die nicht E3. Was wir weglassen dürfen, ist hier das E4, weil nicht E4 und E4 drin vorkommen. So, dann haben wir den oberen Kasten hier. Das ist nicht E1. Sie sehen, nicht E1 wirkt. Nicht E1. Dann E4 und E2 kommen beide vor und E3 dürfen wir weglassen, also mal E2 mal E4. So, und wir haben noch hier hinten einen Viererkasten. Also je größer die Kästen sind, umso mehr dürfen wir weglassen. Das ist also immer schön oder besser, wenn man die großen Kästen findet. Der hat, wie wir sehen, da bleibt die nicht E1 und die E3 übrig, weil wie wir sehen, E4 und nicht E4 vorkommt und E2 und nicht E2, also bleibt stehen E, also nicht E1, Entschuldigung, das ist ja nicht E1, multipliziert mit E3. Und ja, dann fehlt hier dieser Kasten noch, also dieses Rechteck. Da sehen wir, dass die nicht E2 und die nicht E4 vorkommen und die 1 und die 3 dürfen wir weglassen, also das Ganze nochmal nicht E2 multipliziert mit nicht E3. So, und das alles ist dann unser Ausgangssignal. So, jetzt haben wir, sehen wir, also wir haben schon das Ganze deutlich vereinfacht. Es sind viel weniger Operanden und entsprechend auch viel weniger Operationen. Das heißt, die Schaltung wird kleiner. Ich habe es hier nochmal ein bisschen übersichtlicher gemacht, dass man es besser sehen kann. Also hier aus diesem Kasten wird dieser Term, aus diesem großen Kasten, ne, also je größer oder je mehr Einsen in dem Kasten drin sind, kann man mehr weglassen, wird dieser etwas kleinere und so weiter. Ja. Sie sehen hier die Viererkästen, immer nur mit zwei Operanden und die Zweierkästen jeweils nur mit einem. Und Sie sehen auch, wenn man kann es natürlich anders machen, also
ich habe jetzt mal hier als Beispiel, wenn man jetzt nicht den größten Kasten findet, ja, also jetzt, wenn man es jetzt hier sieht, hier war ja eben unser großer Kasten drin, da können wir auch den kleinen nehmen, da sind immer noch alle Einsen abgedeckt, dann sehen Sie, dann ist der Term größer, ne? Also je größer die zusammenhängenden Flächen sind, die man findet, umso effizienter kann die Schaltung werden. Das muss jetzt noch nicht die Optimalschaltung sein, also man kann natürlich immer noch was finden, wo man was ausklammern und so weiter, aber wir haben zumindest schon mal eine Schaltung, mit der man loslegen kann und die man dann weiter optimiert. So, es kommt noch eine Regel dazu, die habe ich jetzt mal, ich sag mal, in Anführungsstrichen aufgehoben oder noch nicht. Also, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die ursprüngliche Idee beim Ausstellen war ja, beziehungsweise die Forderung war, dass diese Kästen, die benachbarten Kästen, sich jeweils nur in einem Eingang unterscheiden dürfen. So, wenn wir jetzt einfach diese Säule hier, die da, hier hinten dran gepackt hätten, also wenn die hier stehen würde, dann wäre diese Regel immer noch erfüllt. Ja, das gleiche gilt, wenn ich hier diese Zeile, die unterste Zeile nehme und würde die zum Beispiel hier oben drüber packen, dann wäre das auch erfüllt. Dann steht hier hinten halt E4, E4, nicht E4, nicht E4 und hier steht halt ja, nicht E2, 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 nicht E2. Ja, das wäre also immer noch auch ein gültiges KV-Diagramm. Also, ja, lass mal eben kurz rückgängig. Daraus kann man eigentlich sehen, dass die dass das offensichtlich auch hier über den Rand gelten muss. So, und wenn man jetzt nochmal das ein bisschen vereinfacht, dann könnte man sehen, okay, also das hier so und hier rein. Das wäre auch ein gültiger Viererterm. Ja, der geht zwar über die Grenze hinweg, aber dadurch, dass ja diese Säule genauso hier stehen könnte, ist das ein gültiger, ein gültiger Fleck. So, und er ist rechteckig und er hat vier Einträge, ne, Zweierpotenz und so weiter. Das heißt, der hier würde ja bleiben, der bleibt auch rechteckig, der hier würde bleiben. Und der hier würde bleiben. Ja, auch da könnte man jetzt einen einzelnen Kasten drum machen, aber da hätte man ja nichts gewonnen. Ja, man gewinnt ja nur, wenn man mehrere Einsen in dem Kasten hat. Das gleiche gilt hier. Also hier, der bleibt natürlich auch. Ich könnte natürlich jetzt die beiden zusammenfassen, dann habe ich aber nur zwei. Wenn ich aber gleich alle vier zusammenfasse, ne, dann habe ich vier. So, und wenn ich jetzt hier nochmal die Terme zusammenfasse, dann sehen Sie, ist es nochmal ein bisschen einfacher geworden. Also hier aus diesem Kasten hier oben, ne, der hier diese Einsen jetzt mit einschließt, dieser Kasten, ist hier ein Term geworden, wo wir zwei Operanden und entsprechend dann auch eine Operation weglassen können. So, und jetzt haben wir eigentlich schon einen sehr schönen Term, mit dem wir dann in die Schaltungsaufstellung gehen können. So, bevor wir die Schaltung jetzt aufbauen, wollen wir noch ein bisschen die Sache hier vereinfachen, durch Ausklammern. Also wir sehen, hier ist ja nochmal ein E1, hier ist ein E1, hier ist ein nicht E1, nicht E1. Die können wir ja da nochmal rausklammern. Dann können wir, sehen wir die Kaskaden, mit denen wir nachher die Schaltelemente zusammen, die logischen Elemente zusammenschalten, viel leichter. Also fangen wir mal an. A ist gleich, gut, das bleibt stehen. E2 und E3. Oder klammern wir hier die E1 aus, also E1, Klammer auf, nicht E4 oder nicht E2 und nicht E3. Also hier, das da bleibt in der Klammer stehen. Oder, und jetzt klammern wir hier die E1, nicht E1 aus, oder nicht E1. E2 und E4, die da. Oder E3 und hier unten hinten der letzte Term. Oder
nicht E2 und E4, der bleibt, wie er ist. So, und mit dem Term gehen wir jetzt in den Digital Designer und bauen mal die Schaltung auf, um mal zu schauen, ob das, was wir jetzt da gebaut haben, tatsächlich mit dem übereinstimmt, was wir erwartet haben. Also sprich, mit der Wahrheitstabelle, die wir reingesteckt haben. So, ich habe mir jetzt mal unseren Term hier in den Digital Designer reingeholt. Jetzt ziehe ich mir hier als erstes so eine Schalttafel rein aus diesem Reiter Schalter. Da können wir später dann die ganze Wertetabelle einmal mit durchprobieren. Das finde ich ganz angenehm. So, schauen wir mal. Also hier 2 und 3. Also brauchen wir ein Und. Eine Und-Verknüpfung. Und dann verbinden wir die 2 und die 3 mit dem jeweiligen Eingang. So, dann steht hier ein Oder, dein Oder, dein Oder. Das heißt, wir brauchen am Ende hier hinten so ein paar, also eine Oder-Bank. Also machen wir mal hinten so ein Oder hin. Und das wird ja dann hier entsprechend damit verbunden. Ich glaube, wir werden noch ein paar Oder brauchen. Machen wir das mal hier so. Und wir haben dieses mit den für die beiden Terme, dieses und dieses. Brauchen wir also insgesamt hier hinten 3 Stück. Oder. Und hier hinten ist dann unser Ausgang. Ja, machen wir mal hier so eine LED hin. Dann können wir das gleich besser sehen. Ja, was sagt der jetzt hier? Funktioniert auch nicht so 100 Pro. Also nochmal die LED hier rüber und hier angeschlossen. Gut, jetzt haben wir also den Ausgang. Kümmern wir uns mal um den zweiten Term. Also hier haben wir eine Und-Verknüpfung von nicht 2 und nicht 3. Machen wir mal hier 2 nicht hin. Also nicht 2 und nicht 3. Wenn wir rüberziehen, dann liegen die nicht so aufeinander. Können wir es besser erkennen nachher. Die sind mit einem Und verknüpft. Ja, also hier dieses Und. Ziehen wir das mal da dran. Also nicht 2 und nicht 3 sind mit einem Oder verknüpft. Mit einem nicht 4. Also machen wir hier mal das Oder hin. Und dann brauchen wir noch ein Nicht. Ja, und die 4 ist ja, das ist die 4. Ziehen wir den noch ein Stück rüber. Dann sehen wir das auch gleich. Und der ist verknüpft mit diesem Oder. Also das ist das Oder. Das ist das 4. Und das Ganze ist mit einem Und mit der 1 verknüpft. Na, dann ziehen wir mal noch das Und hier rein. Das und dann die 1. Ja. So, so kann man es natürlich nicht erkennen. Dann ziehen wir das mal hier rüber. So. Und dann verknüpfen wir das auch noch hier. So, und das alles, hatten wir ja gesagt, schließen wir hinten an dem großen Block mit den ganzen Oders zusammen. So. Jetzt haben wir also den Term, das ist der hier, den Term. Das ist hier unten das. Schauen wir mal weiter. Der Term. Also fangen wir mit dem hier an. E2 und E4. Setzen wir mal hier hin. Den Zweier
Na, was hat er denn hier gemacht? Ziehen wir nochmal eins rein. Was immer das jetzt sein mag. Na, also den Zweier und den Vierer. Also der hier. Die sind jetzt hier. Also kann man es natürlich nicht so gut erkennen. Ziehen wir da noch ein Teilstück rein, damit wir nachher den Zweier und den Vierer besser unterscheiden können. Na, ein bisschen Platz brauchen wir noch. Ziehen wir mal ein Stück wieder rüber. So. Na, der will mich weiter beärgern. So, also, dann haben wir jetzt hier die 2 und die 4. Die sind verknüpft mit einem Oder mit der 3. Also ziehen wir uns mal das Oder hier rein. Da ist unser schönes Oder. Und dann ziehen wir uns die 3 hier runter. Ja, der muss auch noch wieder ein Stückchen rüber, damit wir das nachher erkennen können, was wir da gemacht haben. Die beiden sind auch direkt miteinander verknüpft. So. Ja, das ist hier unser. Ach nee, da sind wir. Das ist unser Oder 3. Und das Ganze ist verknüpft mit nicht 1. Dann machen wir mal also hier nicht. Und dann ziehen wir uns die 1 noch hier runter. Zup. So, nicht 1. Wie sind die beiden miteinander verknüpft? Denn nicht 1. Und. Also, und nicht 1. Ah, falscher Knopf. Der mit dem hier. Und das Ganze hier hinten auf unsere Oder-Verknüpfung. Ja, bleibt hier hinten der Term nicht E2 und nicht E4. Na, wollen wir hier mal ein bisschen Platz machen, dass wir hier noch zwei Nichts drunter kriegen. Schieben wir das mal ein Stückchen hier rüber. Also nicht und nicht. Na, das passt da noch. Nicht E2 und nicht E4. Also erstmal auf die E4. Jetzt sehen wir hier noch ein Stückchen darüber. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und die E2, die ziehen wir uns auch noch hier rüber. Machen wir das mal so. 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 So, die beiden sind verknüpft mit einem Und. Das machen wir hier hin. So. So. Und das Ganze hier hinten wieder mit unseren ganzen Oders verknüpft. Und dann haben wir den Term komplett in eine Schaltung umgesetzt. Ne? Also hier E2 und E3, das ist das hier. Dieser Term ist der Bereich. Dieser Term ist der Bereich. Und hier hinten der letzte Term, nicht E2 und nicht E3 und nicht und. Ein und. Das Ganze jeweils verknüpft mit einer Oder-Schaltung. So, und dann müsste es ja jetzt eigentlich schon funktionieren. Dann probieren wir das mal aus. Also laufen tut es. Also passieren tut was. Schauen wir mal in unsere Wertetabelle. So, damit wir das jetzt ein bisschen leichter nachvollziehen können, habe ich uns jetzt mal hier die Wertetabelle eingeblendet. Fangen wir an. Erste Zeile. Lauter Nullen soll eine 1 rauskommen. Passt hervorragend. Zweite Zeile. Soll eine 0 rauskommen. Kommt auch eine 0 raus. Dritte Zeile. Schauen wir mal. Soll eine 1 rauskommen. Kommt eine 1 raus. Dann die vierte Zeile.
soll eine 1 rauskommen, kommt auch eine 1 raus. Die fünfte Zeile, da soll eine 0 rauskommen, da kommt auch eine 0 raus. Die sechste Zeile, da soll eine 1 rauskommen, da kommt auch eine 1 raus. Die siebte Zeile, da soll auch eine 1 rauskommen, passt hervorragend. Und die achte Zeile, schauen wir mal, die achte Zeile, das ist hier. Ja. 1, 1, 1, passt, kommt auch eine 1 raus. Dann schauen wir die neunte Zeile. Das ist hier. 1, 0, 0, 0, kommt eine 1 raus, so wie es sein soll. Dann die zehnte Zeile. Kommt eine 1 raus. Die elfte Zeile. Schauen wir mal. Kommt auch eine 1 raus. Jetzt kommt die zwölfte Zeile. Jetzt soll ja eine 0 rauskommen. Schauen wir mal. Kommt tatsächlich eine 0 raus. Dann die 13. Zeile. Da soll eine 1 rauskommen. Da kommt auch eine 1 raus. Die 14. Zeile. Da soll eine 0 rauskommen. Da kommt auch eine 0 raus. Die 15. Zeile. Schauen wir mal. Kommt wieder eine 1 raus. Genau wie gefordert. Und die 16. Zeile. Kommt auch eine 1 raus. So, das heißt also, wenn wir es jetzt mal durchprobiert haben, unsere Schaltung erfüllt das, was in der Wahrheitstabelle drinsteht. So, und bevor wir jetzt anfangen, ein paar Schaltungen zu bauen, werfen wir nochmal einen Blick darauf, was wir hier überhaupt tun. Schauen wir uns das nochmal hier in unserem allerersten Beispiel an. Wir hatten ja hier in dem Diagramm, das ist so aufgeteilt, dass immer sich die benachbarten Felder hier, also die, jeweils um einen Eingangswert unterscheiden. Jetzt schauen wir mal, was wir im Prinzip tun, ist folgendes. Wir gucken, dass wir hier in der Wahrheitstabelle Einträge finden, die eine 1 als Ergebnis haben, zum Beispiel die beiden hier, und sich möglichst nur in einem Eingang unterscheiden, denn dann liegen die ja hier nebeneinander. Also nehmen wir mal das hier. So, und da kommt ja eigentlich immer raus, wenn wir jetzt hier dieses Beispiel mal nehmen, für die beiden oberen, also jetzt nur für die ersten beiden Zeilen, ist das ja A ist gleich E1 und E2 und, ja, wir haben es eben schon mal ausgeklammert, E3 oder nicht E3. So, und das hatten wir ja gesagt, ist immer 1, ne? Und irgendwas und 1 ist quasi irgendwas. Also kommt daraus E1 und E2. Und genau das machen wir uns hier zunutze, indem wir nämlich im Prinzip die hier so umsortieren, indem wir die hier suchen. Also wenn ich jetzt sagen würde, die beiden hier wären gleich, also hier wären zwei Einsen drin, könnte ich auch wieder ein Rechteck drum machen, dann wären das entsprechend, also hier 1, 0, 1, dann wäre das hier diese Zeile, ne? Dann wäre die Zeile die gleiche und dann könnte ich sagen, okay, die würden sich wieder unterscheiden. Sehr gut, das ist jetzt hier eine 0, müsste ja dann eine 1 stehen. So, das heißt also, dieses KV-Diagramm, das macht nichts anderes, als die hier so umzusortieren, dass die, ja, dass die Zeilen, die sich nur um einen Eingang unterscheiden, nebeneinander liegen. Ja, wichtig ist, dass wir natürlich dazu jetzt nur die betrachten, in der denen auch eine 1 steht und dem das schaffen wir ja, indem wir hier hinten auch nur die Einsen umkringeln, also sprich nur die Einsen betrachten. So, als erstes brauchen wir jetzt mal eine Schaltung für entweder oder. Die werden wir nachher nochmal ein bisschen brauchen, deshalb greife ich die jetzt schon mal vor. Also entweder oder würde ja, machen wir mal hier E1 und E2 und einen Ausgang, machen wir eine Wahrheitstabelle dafür. Wäre ja jetzt entweder oder, also 1 entweder oder 2 ist nichts, ne? Das wäre 1, das wäre 1 und das wäre 0, denn das ist ja nicht entweder oder, sondern beides gleichzeitig. So, gut, da können wir jetzt kein KV-Diagramm machen, dann schauen wir uns mal die beiden hier an. Das sind ja jetzt hier die, die 1 ergeben. So, dann wäre das im oberen Teil, ne? Und Verknüpfung.
von, machen wir hier E1, nicht E1 mit E2. Ja, also entweder nicht E1 und E2. Ja, und dann gibt es ja noch, machen wir hier mal die Oder-Verknüpfung hin, ne? Nicht E2 und E1. Das wäre ja der da und der da. Also nicht E1 und E2 und E1 und nicht E2. So, das wäre unser Ausgang. Ja, das ist ja im Prinzip unsere ganz normale Normalform. Ne? Schreiben wir es nochmal hin. A ist gleich nicht E1 und E2 oder E1 und nicht E2. Das können wir auch so schreiben. Ja, dann wäre A gleich E1 exklusiv oder E2. So, das ist die XOR-Schaltung und da gibt es auch ein extra Symbol dafür und das ist nämlich die gleich 1. Ne? Also das wäre jetzt hier E1, E2. Das wäre die Abkürzung für das ganze Ding hier oben. So, das sollten wir uns merken, ne? Denn Term können wir manchmal verwenden, um Schaltungen zu vereinfachen. Und das Ding hat noch eine schöne Eigenschaft, und zwar kann man über den einen, also man kann im Prinzip so eine zuschaltbare Invertierung machen. Das schauen wir uns gleich mal an. Wir bauen das jetzt mal im Digital Designer auf. Und dann probieren wir das mal aus. So, brauchen wir ja zwei Schalter, also zwei Eingänge. Bauen wir den ersten und den zweiten. Und jetzt hatten wir gesagt, wir verknüpfen den ersten und nicht den zweiten. Also nochmal hier das und rein oder so. Das heißt also, schauen wir mal, nicht E1 und E2, ja, oder nicht E2 und E1. Oh, ja, ziehen wir das nochmal rüber, dass man das sieht. So, also. Und das Ganze dann mit einem oder verknüpft. Ja, machen wir nochmal hier hinten. Wo war das hier, die Anzeige, damit wir das nachher besser sehen. Machen wir uns da noch so ein Lämpchen dran. So. Dann schauen wir mal. Machen wir das mal eben an. Also, wenn beide aus sind, dann ist die Lampe auch an, aus. Wenn einer an ist, ist die Lampe an. Wenn der zweite an ist, geht die Lampe wieder aus. Und wenn jetzt wieder der andere an ist, geht die Lampe wieder an. Also das ist eine Exklusiv-Oder-Schaltung und die ist immer nur dann eins, wenn genau eins von den beiden eins ist. Was man ja auch sehr schön sehen kann, wenn wir das jetzt mal nicht als zwei Eingänge auffassen, sondern als, sagen wir mal, einen Steuereingang und als Signal, dann sehen wir, wenn der Steuereingang auf 0 ist, dann ist hinten der Ausgang genau das Signal. So, und wenn wir jetzt den Steuereingang mal anmachen, dann ist hinten der Ausgang immer genau das Gegenteil von dem Signal, also das Signal invertiert. Das können wir uns nachher zunutze machen, wenn wir ein Addierwerk bauen und wenn wir dann Subtrahierwerk draus machen wollen, dann brauchen wir ja eine Invertierung. Ne? Brauchen wir ja das Zweierkomplement. Da werden wir uns das nochmal zunutze machen.
Der Vollständigkeit halber, also das ist jetzt das XOR-Element. Machen wir das mal hier rein. Ne? Machen wir das mal hier rein. So. Mal als Kontrolle. Also der hier verknüpft mit dem da. Und der hier verknüpft mit dem da. Da müsste ja jetzt immer das gleiche rauskommen. Bauen wir uns noch eine Anzeige mit rein. Sehen wir das auch besser. So. Also nochmal ausprobiert. Also mal den einen anmachen. Wenn beide an sind, ist wieder aus. Und wenn wir den jetzt anmachen und den ausmachen, sind beide wieder an. Gut, also das hier oben, das ist im Prinzip die Schaltung, die hier mit diesem Symbol am Stück ausgedrückt wird. So, wenn wir jetzt eine Schaltung bauen wollen, mit der man addieren kann, dann müssen wir die als Schaltung für binäre Zahlen aufbauen. Dann schauen wir uns nochmal an, wie wir das gemacht haben mit dem Addieren im Binärsystem. Also, nehmen wir mal an, wir wollen ausrechnen, e ist gleich a plus b. Dann haben wir ja gesagt, okay, nehmen wir mal zwei Zahlen, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. So, also das hier ist dann unser a, das ist unser b. Unten raus kommt ein e, 0 plus 1 sind 1, 1 plus 1 sind 0, Übertrag 1, 0 plus 0 plus 1 sind 1, 1 plus 0 sind 1. So. Jetzt hatten wir ja gesagt, immer wenn uns ein Problem am Stück zu groß ist, zerteilen wir es in kleinere Probleme. Also nähern wir uns dem Problem mal spaltenweise. Also schauen wir uns mal nur die hinterste Spalte an. Also die hinterste Spalte, naja, im Prinzip so eine Schaltung, ja, die hat zwei Eingänge. Ja, und zwar A0, also die letzte Stelle von dem A, B0 und die hat einen Ausgang E0, ne? Also quasi den letzten. So, machen wir mal eine Wahrheitstabelle dafür. Also, was ist, wenn 00, 01, 10, 11, machen wir A0 und B0. Was ist dann mit unserem E? Also 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist 1 und 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. So, das heißt also hier fehlt uns noch ein Ausgang, nämlich der Übertrag, ja, von der nullten Stelle. Also im Prinzip das, was hierhin müsste. So, schauen wir uns das mal an. Was wäre denn der Übertrag? Der ist bei 0 plus 0 ist der 0, bei 0 plus 1 ist der auch 0, bei 1 plus 0 ist der auch 0. Ja, und bei 1 plus 1 haben wir ja gerade schon gesagt, da ist er ja 1. So, schauen wir mal. Ja, fangen wir mit dem hier an. Was ist das? Ja, man sieht es direkt. Das ist eine Unverknüpfung. Also, im Prinzip ist unser Ü0 nichts anderes als A0 und B0. So, und den hier, den haben wir eben auch schon kennengelernt. Das ist nämlich einfach unser XOR. Ja, also A0 XOR B0 ist E0. So, jetzt haben wir eine Schaltung, die nennen wir Halbaddierer. Die bauen wir jetzt mal im Digital Designer auf und dann schauen wir mal weiter, ob uns die Schaltung reicht. Also, dann schauen wir mal. Also hier unser Halbaddierer, ne? Also exklusiv oder und Unverknüpfung, das ist unser Ergebnis, das ist unser Übertrag. 0 plus 0 ist 0, Übertrag 0. 0 plus 1 ist 1, Übertrag 0. 1 plus 0 ist 1, Übertrag 0. So, das letzte Fall, schauen wir mal. 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. Also bis hierhin scheint unser Halbaddierer schon mal zu machen, was wir von ihm wollen. Wie unschwer zu erkennen ist, lösen wir natürlich damit jetzt nicht wirklich alle Probleme, denn die Lösung für unsere letzte Spalte hier, die hier,
die taugt nicht als allgemeine Lösung, denn spätestens hier in dem Fall, hier in dem Fall, kommen wir bei einer Spalte an, die hat jetzt drei Eingänge, ne? Also das wäre im Prinzip sowas. Ja, wir brauchen also jetzt eine Schaltung. Gut, das Ergebnis ist das gleiche. Es ist also das Ergebnis, eine Stelle n, ne, also irgendwo hier, und der Übertrag an der Stelle n. Ja, also das, was von hier aus gesehen dahin kommt. Reinkommt an, also hier die n-te Stelle, bn, da von dem die n-te Stelle. Ja, und eigentlich, und eigentlich auch, der Übertrag von n minus 1. Ja, der will ja auch noch berücksichtigt sein, ne? Weil davon hängt ja auch sowohl unser Ergebnis als auch unser Übertrag ab. Ja, schauen wir uns das jetzt nochmal hier im Gesamtkontext an. Also, wir haben bei einem Volladierer drei Eingänge und entsprechend haben wir dann auch eine andere Wahrheitstabelle. Also fangen wir an. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Also, acht verschiedene. So, das ist unser a n, das ist unser bn und das ist unser Übertrag n minus 1 und raus kommt unser en und unser Übertrag n. So, 0 plus 0 plus 0 ist 0, Übertrag 0. 0 plus 0 plus 1 ist 1, Übertrag 0. 0 plus 1 plus 0 ist 1, Übertrag 0. 0 plus 1 plus 1 sind 0, Übertrag 1. 1 plus 0 plus 0 sind 1, Übertrag 0. 1 plus 0 plus 1 sind 0, Übertrag 1. 1 plus 1 plus 0 sind 0, Übertrag 1. Und 1 plus 1 plus 1 sind 1, Übertrag 1. So, und aus dieser Wahrheitstabelle, ja, sollen wir jetzt eine Schaltung machen. Also, wenn wir jetzt die Schaltung aufbauen wollen, dann stellen wir das KV-Diagramm auf, stellen den Term auf und schauen mal, ob wir durch Ausklammern noch was sparen können. Also, fangen wir mal an. Das ist das KV-Diagramm. Hier habe ich hier nochmal die Wahrheitstabelle. Fangen wir mal an mit dem KV-Diagramm für den Übertrag. Ja, schauen wir mal hier. 0, also für 0, 0, 0, das ist hier hinten. Kommt hier eine 0 rein. Hier kommt eine 0 rein. Und hier kommt eine 0 rein. Und hier 1, 1, 0. Da kommt eine 1 rein. 1 plus 1 plus 1 ist 1, Übertrag 1. 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. 1 plus 1 plus 0 sind 0, Übertrag 1. Und 0 plus 0 plus 1 sind 1, Übertrag 0. So. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir da für Kästchen machen können. Also hier hatten wir ja gelernt, da kann man den Kasten so ziehen. Dann können wir hier noch einen Kasten machen. Ja, und hier auch ein. Hier gilt wieder, natürlich kann man die 1 auch einzeln einrahmen, aber dann hat man ja nichts gewonnen, ne? Also dann sieht der Term ja, hat der Term ja drei Operatoren. So, ne, Operanden. Schauen wir mal. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben, fangen wir an. Wir haben den Kasten hier. Ja, da können wir die E1 weglassen, also ist das Ganze B mal U plus
Nehmen wir den hier, da können wir den Zweier weglassen, also den B. Also A. A mal U plus den da. Da können wir den Dreier weglassen. A mal B. So könnten wir es jetzt lassen. Ja, das ist aber jetzt nicht ganz so schön. Machen wir das mal hier, damit wir das gleich nachher noch erkennen. Machen wir das U nochmal lesbar. Ich würde sagen, wir klammern was aus. Dann wird das alles etwas übersichtlicher. Klammern wir das B aus. B. Das können wir hier ausklammern und da ausklammern. B mal A plus U plus A U. Ja, wobei U ist ja Ü, ne? So, das sieht doch schon mal sehr übersichtlich aus. Und das ist dann gleich wichtig. Unser Ü haben wir es eben N genannt. Ne? Hier steht jetzt Ü out, aber unser Übertrag für die für diese Stelle. So, dann ja, haben wir soweit. Dann können wir das hier jetzt mal in den Digital Designer einfügen. Also, schauen wir mal hier. Hier sind unsere Eingänge, A, B und Übertrag in. Und hier ist unser Ergebnis und unser Übertrag. Jetzt steht hier A und U. Ja, machen wir mal hier ein und rein. A und U. Oder verknüpfen wir jetzt mal A und U. Jetzt ist ja unser Ü hier. Oder A. Na, jetzt geht ja jetzt nicht. Nur machen wir es so rum. Dann hier A oder Ü. Ist das da? So, also. Und das Ganze ist ja hier verknüpft mit dem B. Jetzt ziehen wir das mal hier rüber. Unser B. Und das hier ist verordert. Und das alles zusammen ergibt unser Ü. Machen wir das mal hier rein. Schupp. Probieren wir das mal aus. Also, wir haben 0 plus 0 plus 0, ist der Übertrag 0. So, und sobald wir hier 2 von den 3 anmachen, ist der Übertrag 1, beziehungsweise, wenn wir es ja wieder ausmachen, ist der Übertrag 0. Gut, also für den Übertrag hätten wir das also dann soweit geklärt. Dann kümmern wir uns mal hier um den zweiten Ast, um das E. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier für unser Ergebnis an, also sprich hier für die für diese Spalte, also für diesen Ausgang. Dann schauen wir mal, also 1 plus 1 plus 1 gibt 1, Übertrag 1. 1 plus 0 plus 1 gibt 0, Übertrag 1. 1 plus 1 plus 0 ergibt 0, Übertrag 1. 1 plus 0 plus 0 ergibt 1, Übertrag 0. 0 plus 1 plus 0 ergibt 1, Übertrag 0. 0 plus 0 plus 0 ergibt 0, Übertrag 0. 0 plus 1 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1. Und 0 plus 0 plus 1 ergibt 1, Übertrag 0. Gut, jetzt haben wir noch nicht wirklich viel gewonnen, weil jetzt haben wir hier im Prinzip 4 gleiche
Also vier einzelne Einsen, ja, gleich sind es natürlich Einsen, sind alles Einsen. Da haben wir also jetzt noch nicht so viel gewonnen. Wir haben im Prinzip wieder, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Einsen und jetzt haben wir hier auch genau wieder 4 Terme mit jeweils 3 Operanden. Also daraus folgt, wir haben A mal B mal Ü oder A B Strich U Strich oder A Strich B U Strich oder A Strich B Strich U. Ja, also das können wir uns aussuchen, ob wir die hier nehmen, ne, und die ausmultiplizieren oder ob wir einfach gleich hier schauen, das sind ja genau die gleichen, die haben wir gerade da entsprechend eingefüllt. Also, was mache ich, um da jetzt das Ganze zu vereinfachen? Wir klammern hier vorne erstmal das A aus. Also würde hier sowas stehen wie A, BÜ plus nicht B, nicht Ü. So. Oder A' BU' oder B'U. Ja, also, da hätten wir jetzt mal das A und das A' ausgeklammert. Und wenn wir jetzt mal hinschauen, den hier, den kennen wir schon. Den haben wir eben kennengelernt. Das ist nämlich hier E1 und nicht E2 oder nicht E1 und E2. Also das ist nichts anderes als B XOR Ü. So. Und das hier, das ist B XOR Ü negiert. So, dann übertragen wir das mal auf die nächste Seite. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Also, was wir ja gerade festgestellt haben, ist, wenn ich jetzt ja, irgendwas und machen wir mal Z oder nicht irgendwas mal Z, also jetzt nehmen wir mal A, nehme, dann ist das gleich A XOR Z. So, jetzt substituieren wir mal das B XOR Ü gleich Z. Und dann haben wir hier nicht Z und hier Z. Na, das passte hervorragend, denn wenn wir das jetzt hier unten wieder zusammen einsetzen, dann steht hier nichts anderes als A XOR Z ist gleich A XOR in Klammern B XOR Ü. Und das sieht ja schon deutlich angenehmer aus als das, was wir eben hatten. So, jetzt tragen wir das noch eben im Digital Designer ein. Also, frisch ans Werk. Wir brauchen zwei XOR-Gatter. Ziehen wir die mal raus hier. Na, das ist leichter gesagt als getan. Und noch eins. So, dann schauen wir uns erstmal den Term in der Klammer an. In der Klammer steht BXORÜ. Ja, dann machen wir das mal. Also, das den einen Eingang von dem XOR mit dem Ü verknoten. Machen das mal auseinander, dass man das nachher leichter sieht, dass das das Ü ist. Jo, und dann den anderen mit dem B. Auch hier wieder. Ja, der liegt jetzt hier aufeinander. Das passt. Also das hier ist der Teil. B, XOR, Ü. Und das Ganze soll jetzt nochmal mit XOR mit dem A verknüpft werden. Also ziehen wir das auf das A. Dann das, was wir eben gemacht haben, hier. So.
und das Ganze jetzt hier auf unseren Ausgang E. So, probieren wir mal aus. Also, 1 plus 1 plus 1 gibt 1, Übertrag 1. So, und jetzt schauen wir mal. Also, 1 plus 1 plus 0 ergibt 0, Übertrag 1. 1 plus 0 plus 0 ergibt 1, Übertrag 0. 1 plus 0 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1. 1 plus 1 plus 1 hatten wir schon. 1 plus 1 plus 0 ergibt 0, Übertrag 1. So, dann haben wir eigentlich alles durch. Und 0 plus 0 plus 0 ergibt natürlich auch 0, Übertrag 0. Okay, dieses Ding nennen wir jetzt Volladdierer. Das heißt, das löst ja jetzt unser Problem. Wie addiere ich in der binären Addition eine komplette Spalte? Also A ist die Stelle in der ersten Zahl, B ist die Stelle in der zweiten Zahl und Ü ist der Übertrag aus einer von der Stelle davor. So, das heißt, wir müssen jetzt mehrere von diesen Volladdierern, also quasi für jede Spalte einen, zusammenschalten. Also, wie schalten wir die jetzt zusammen? Also, wenn wir jetzt hier so einen Volladdierer haben, dann haben wir hier die nullte Stelle von der zweiten Zahl, die nullte Stelle von der ersten Zahl. Also, wenn wir uns mal zurück erinnern an unsere Zahl, im Prinzip hier hinten diese Spalte. Was da rauskommt, das hier ist im Prinzip das da. Und dann gibt es hier den Übertrag, der jetzt hier in den Übertrag vom nächsten Volladdierer rein muss. Das heißt also, wenn ich jetzt, wie in dem Beispiel, vierstellige Zahlen addieren möchte, dann habe ich hier 0, 1, 2, 3, vier Stellen von B, 0, 1, 2, 3, 4 Stellen von A und dann habe ich 0, 1, 2, 3 Stellen von der Summe. So, hier kommt natürlich auch noch ein Übertrag raus, der würde hier hinpassen. Da hätte man eine mehr. Aber wollen wir gleich mal schauen, ob wir das wirklich so schön finden. Denn wir wollen ja mit einem Rechenwerk addieren und subtrahieren. Gut, hier hinten als Übertrag aus dem Off quasi muss natürlich entsprechend eine 0 angelegt werden, weil sonst würde ja hier in einer zu viel addiert. Ne? Dann würde ja quasi hier hinten, würde ja hier schon ein Übertrag stehen und da soll ja kein Übertrag stehen, da muss eine 0 hin. Ne? So, und damit wir das jetzt leichter nachvollziehen können, habe ich hier schon mal die Eingänge für zwei 4-Bit-Zahlen aufgebaut. Ne? Also das ist ja hier unser Schalter quasi als Eingabe, kann man hier Zahlen eingeben und dann sieht man die hier auf dem Display und entsprechend sieht man die dann auch hier, welche Zahlen da, also welche Bits da gesetzt sind. So, hier hinten, das soll unser Ausgang werden. Was wir jetzt brauchen ist, für 4-Bit, also für zwei 4-Bit-Zahlen, brauchen wir vier Volladdierer. Ziehen wir uns mal einen hier rein. Also der Volladdierer, dann nehmen wir das A und verknüpfen das mit dem ersten Bit von A und das B verknüpfen das mit dem ersten Bit von B. So, dann müssen wir, damit der Übertrag auch tatsächlich auf 0 liegt, den mit einem logischen Ground verknüpfen. Also hier einmal so. Jo, und dann müsste ja eigentlich, wenn man das jetzt hier schon mal verknüpft, dann müsste ja hier schon entsprechend, ja, ziehen wir den mal raus, dann müsste ja hier das richtige Ergebnis rauskommen. Und wir sehen, 0 plus 0 ist 0. Und wenn ich jetzt hier eine 1 anlege, dann sehen wir, ist das hier das Ergebnis 1. Ne? Nehmen wir die 1 wieder weg. Hier die 1 ist das Ergebnis auch 1. So, also jetzt für jede Stelle einen eigenen Volladdierer. Machen wir das mal eben. Hier 1, 2 und 3. Ja, also dann haben wir vier Stück. So, und jetzt haben wir gesagt, der Übertrag hier, der soll immer schön an den nächsten Übertrag
Also kein Problem, schließen wir einfach an. So, und dann haben wir gesagt, das hier ist jetzt unser A-Eingang und dann muss der jetzt an das zweite Bit von dem A. Machen wir den da dran. Ziehen das hier ein bisschen auseinander, dass wir das nachher auseinanderhalten können. Und das B hier von dem zweiten Volladdierer kommt an das zweite Bit von dem B. Auch hier wieder noch ein bisschen aufräumen. So, dann der dritte Volladdierer, ja, kommt hier an das dritte Bit. Ja, das ist in sich schlüssig. Und der dritte Volladdierer kommt hier ans dritte Bit. So, der vierte Volladdierer, genau das gleiche. Also das A ans vierte Bit von diesem A da. Und das B ans vierte Bit von diesem B. Ja, auch hier wieder ein bisschen aufräumen, dass wir es nachher erkennen können. So, dann müsste ja im Prinzip das hier unser zweites Bit sein. Das hier ist unser drittes Bit. Und das hier ist unser viertes Bit von der Summe. Hier, das ist unser Überlauf. Den lassen wir jetzt erstmal hier unbearbeitet. Schauen wir mal. So, damit wir das nachher besser sehen. Machen wir jetzt mal, verknüpfen wir jetzt die Summen auch nochmal mit diesem Display hier. Also erstes Bit, zweites Bit. Drittes Bit. Und viertes Bit. Na, mit der Summe hier. So, jetzt haben wir eigentlich den kompletten Addierer aufgebaut. Ne? Also wir haben hier vier Volladdierer für jede Stelle ein. Und jetzt wollen wir mal schauen. 5 plus 5 ist 10. Das passt. So. 4 plus 2 ist 6. Auch das ist schön. Und 8 plus 4 sind 12. Plus 0 sind 8. Plus 2 sind 10. Und so weiter und so fort. Also bis hierhin alles wunderbar. Wir haben jetzt ein Addierwerk aufgebaut. Jetzt würde ich gerne daraus ein Rechenwerk bauen, mit dem man addieren und subtrahieren kann. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, okay, also das Addieren und das Subtrahieren funktioniert so. Wir nehmen eine Zahl und stellen die als negative Zahl dar. Dann nehmen wir die untere hier. Ja, so, machen wir ein bisschen Platz. Dann sagen wir, okay, wir wollen die untere Zahl, wir wollen eine negative draus machen. Was müssen wir dazu tun? Nun, wir müssen die invertieren, aus einer Komplement bilden und dann eine 1 dazu addieren. Gut, also machen wir mal hier mal ein bisschen Platz. Der ganze Spaß ein Stück nach rechts. Jetzt wird das hier ein bisschen durcheinander da hinten, aber das haben wir eben schon überprüft. Da dürfte nichts passieren. So, invertieren. Ja, kann man ja mit einem nicht, mit einem logischen. Jetzt müssen wir aber quasi invertieren auf, naja, auf Anfrage. Sprich, wir brauchen ein Steuersignal, das sagt, so, jetzt bist du ein Subtrahierwerk und dann muss invertiert werden. Gut, jetzt haben wir ja festgestellt, ein einzelnes Signal in Abhängigkeit von einem Steuersignal zu invertieren, kann man mit dem XOR machen. Ja, dann müssten wir ja eigentlich 4 XORs aufbauen für jedes unserer Signale 1 und die alle mit einem Steuersignal verbinden. Das machen wir jetzt auch mal. Machen wir uns hier noch ein bisschen mehr Platz. Also habe ich hier irgendwas Falsches geklickt. So. Also wir brauchen für 4 Bit brauchen wir entsprechend 4 XORs. Ne? Machen wir mal ein drittes noch hier rein. Und noch ein viertes. Haben wir ein bisschen wenig Platz eben gemacht. Das sieht schon besser aus. So. Also. Das wird jetzt nach links ausgerichtet. So. Also Steuersignal. Nehmen wir einen Schalter.
das ist der Schalter, der jetzt zwischen Subtraktion und Addition hin und her schaltet. Den verbinden wir jetzt mal direkt mit jeweils einem Eingang von dem XOR als quasi Steuersignal. Und dann nehmen wir uns den hier und schließen den hier entsprechend an, also jeweils da, wo es dann invertiert oder nicht invertiert rauskommen soll, wird jetzt also das B entsprechend invertiert, wenn das Steuersignal gesetzt ist. Und dazu müssen wir natürlich jetzt das B hier wieder anschließen. Das haben wir schnell gemacht. 1, 2, 3 und 4. Ja, ziehen wir den mal rüber, dass wir das gleich entsprechend erkennen. So, schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt hier schaue, ich habe eine 0 anliegen, dann ist invertiert, ist alles an. Dann liegt jetzt mal 1, 0, 1, 0, 0, 0 an, also 0, 1, 1, 1. Nehmen wir mal den hier. 1, 0, 1, 1, 0. Ja, invertiert. Passt also. Hier wird invertiert und wenn ich jetzt das Ding, wenn ich ihn jetzt ausschalte, wird entsprechend das Signal durchgeschaltet. Also jetzt hier nur da die 1 und hier invertiert. So, was jetzt noch fehlt, ist ja, dass wir gesagt haben, zu diesem ganzen Einer-Komplement muss, um das Zweier-Komplement zu bekommen, noch eine 1 addiert werden. Ja. Dazu können wir uns jetzt hier diesen Übertrag zunutze machen. Wir erinnern uns ja, das ist ja im Prinzip der Übertrag der allerletzten Spalte und da steht ja eigentlich immer eine 0. Wenn man da aber eine 1 hinschreibt, dann hätte man im Prinzip zu dem Ergebnis automatisch 1 addiert. Dann machen wir das also, wenn die Steuerleitung an ist, dann addieren wir hier entsprechend eine 1 rein. So, ziehen wir das mal hier rüber. Ja, das kann man jetzt leider nicht mehr erkennen. Ja, dann machen wir es dahin. So, das hier ist unsere Steuerleitung. Und die addiert hier eine 1 für bei Bedarf. So, jetzt schauen wir mal. Also 5 plus minus 2 ist 3. Ne? Also 5 minus 2 ist 3. Schauen wir mal. Bei 7 minus 2 ist 5 und 7 minus 3 ist 4. Also der Teil funktioniert. Das ist nach wie vor ganz normal der Addierer. Der hier sorgt im Prinzip nur dafür, dass die Zahl invertiert wird. Und hier diese kleine Steuerleitung, die sorgt dafür, dass wenn wir von Addier auf Subtrahierwerk umschalten, hier nochmal eine 1 addiert wird. Ja, so, jetzt hatten wir ja gesagt, der Überlauf kann uns helfen. Ja, der Überlauf hilft uns ja, das ist ja hier die vorderste Stelle, der Überlauf der vordersten Stelle. Der zeigt uns nämlich an, ob das, was wir da gemacht haben, richtig ist. Also, jetzt machen wir das mal so. Wir addieren. Also, wenn ich jetzt hier 2 plus 3 addiere, kommt da 5 raus. Und solange der Überlauf nicht aktiv ist, können wir davon ausgehen, dass unser Ergebnis richtig ist. Probieren wir das mal hier mit dem B und dem B. Sehen wir, aha, jetzt ist es übergelaufen. Die 6 ist also nicht richtig. Ja, wir haben hier den Überlauf. So, und da das Subtrahieren mit dem Zweierkomplement ja nur deshalb funktioniert, weil es überläuft, ja, ist es natürlich beim Subtrahieren genau umgekehrt. Wenn ich 5 minus 3 mache, dann ist es dann richtig, solange das hier leuchtet. Also machen wir mal 3 minus 2. Und da sehen wir, da kommt F raus, ja, und die Lampe ist aus. Das heißt, da ist die Rechenoperation ungültig. Ja, also kommen wir nochmal 3, sagen wir mal 5 minus 7 zum Beispiel, Rechenoperation ist gültig, ne? Also 7 minus 5. Und wenn wir das umdrehen, 5 minus 7, na, dann läuft ja im Prinzip die Subtraktion über, dann ist die Lampe aus, dann ist es ungültig. Ja? Also solange ich subtrahiere, muss der Überlauf an sein. Und wenn ich addiere, dann muss der Überlauf aus sein. So, ich hoffe, ich habe Ihnen kurz einen Überblick geben können über
erstens, wie man eine Schaltung synthetisiert, also wie man eine Schaltung erstellt aus einem gegebenen Problem heraus. Und ja, ein Beispiel halt, wie man ein digitales Addierwerk baut, beziehungsweise ein Subtrahierwerk. Als Aufgabe laden Sie sich den Digital Simulator herunter und vollziehen Sie mal die Schaltung nach, weil dann können Sie gucken, ob Sie das tatsächlich so verstanden haben. Und dann sehen wir uns in der kommenden Woche in der Vorlesung.